Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map, zu der Map Choose Big Levels Reloaded in der Version 1.7.1 im Akt 2. Hier ging es genau Level 21 bis 25, ein langer Weg führt dich in eine Welt ohne Sonnenlicht. Genau, und dahin rennen wir mal. Das war, soweit ich weiß, waren das 4 Levels, die rein aus Jump'n'Run waren und eine war irgendwas mit Suchen. Und dann schauen wir, ob da dann womöglich was versperrt ist. Ich vermute es mal. Diese super netten Schilder mit geschafft und hast du nicht gesehen hier, ne? 75. Ne? So, ja, auf jeden Fall sind wir gleich da. Nur die Treppe hoch und dann kommen wir in die düsterischen Gestalten des zweiten Aktes. So, und hier sind wir schon. Das ist wirklich sehr geil gemacht, fand ich auch damals schon. Na, man muss hier alle 5 Level erledigen, hierher zu kommen. Spawnpoint setzen wir auf jeden Fall. Erstmal gute Nacht und guten Morgen. Und damit geht es los mit dem Level 21 dort drüben. Enderfelsen springen. So, hier wird es doch bestimmt sich einiges verändert haben. Ja, das sieht mir anders aus. Das war, ja, damals noch nicht. Und da bin ich so überrascht, dass ich gleich schon runterfalle. Sehr gut. Hopp, hopp. Ja, genau. Weil das waren, meine ich, damals immer nur so Einersprünge, die damals ziemlich leicht gemacht ist. Genau, das war, glaube ich, zum Beispiel auch noch nicht, dass man jetzt hier so einen langen machen muss. Sieht auch sehr nice aus. Das sieht schon fast so aus wie im End, weil das soll ja wahrscheinlich auch so ein bisschen das End nachempfunden sein, hier mit diesen Türmen, die man ja zerschlagen muss für den Enderdrachen. So, ja. Upsala, jawohl. Checkpoint 1, 2. Hier geht's weiter. Mit der tollen Jump Action. So, ja. Ja, und Scheiße. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Auch noch beim letzten Sprung zu scheitern. Hilfe, ich bin ein bisschen verwirrt. Da drüben, genau. Der letzte Sprung. Das ist auch immer der tückischste, wo man immer mal wieder gerne herunterfallen will. Die Minecraft-Puppe. Figur. Der Yoshi. Wie auch immer. Wuppala. Mit der Tür ins Haus fallen. So wird's gemacht. Sehr gut. Ja, das sind dann immerhin noch die einer. Zack, genau nach rechts. Und da brechen wir uns erstmal wie immer das Bein vor Freude. Und gehen rum. Oh, hier ist wenigstens auch mal 23 besser beschildert. Level 22 jetzt aber erstmal. Das ist, wo, kurzer Leck, ist der Enderpfad. Ja, das Niveau geht nicht ab, sondern steigt. Und das ist immer gut. Nein! Drüber gesprungen, dieser blöde Sprung da, wo man hin drüber fällt. Ja, damit tschüss, lieber Diamond. Leider, leider. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier mal eine Truhe gab, aber eigentlich kann man hier auch abkürzen, aber wenn man darauf springt, ne? Aber es ist ja extra das Schild da gesetzt, hier fängst du an. Das muss man ja bedenken, aber manche, die suchen natürlich immer eine Cheat-Möglichkeit. Diese blöden Cheater. Aber wenn wir so bedenken, was wir auch hier häufig gescheatet haben in manchen Maps, gerade bei den Jump'n'Run-Passagen. Es gab ja hier so eine Challenge, das war glaube ich im letzten Akt. Aber jetzt Vorsicht hier. Da war so etwas mit Redstone, was man mit Zeit machen musste, so ein Hindernislauf. Den mussten wir, glaube ich, so gut wie komplett übersheaten, weil
weil wir das überhaupt nicht auf die Reihe gebracht bekommen haben. Aber da vielleicht lag es auch einfach daran, weil damals wir noch keinen Nitrado-Server haben und man hat es ja gemerkt, dass wir mit unserem alten Server, den ich ja auch noch geführt hatte, dass da natürlich eine monstermäßige Belastung dann auf einen Computer oder besser gesagt hier auf meinen Laptop aufgezogen wird, dann kann der Laptop noch so gut sein, da ist dann M im Gelände. Ich sag mal, der hat ja schon 6 sogar Gigabyte RAM, was eigentlich vollkommen ausreicht, aber da ist dann auch irgendwann mal Ende im Gelände und auch eine gute Nvidia Grafikkarte. So. Irgendwo ist immer mal Ende im Gelände. Und jo. Hier springen. Sehr gut. Boah, das ist ja richtig schwer gemacht worden jetzt. Ja, man merkt schon, also die Map ist jetzt wirklich schon deutlich schwerer gemacht. Hier jetzt auch noch mit dem Sprung nach oben. Ja, sie ist heimtückischer gemacht worden. Auf jeden Fall von uns gab es dieses Feedback nicht. Vielleicht war es einfach Feedback von anderen Leuten, die es vielleicht zu einfach fanden. Wir haben das, glaube ich, nicht gesagt, soweit ich weiß. Wir haben eher noch gesagt, oh, viel zu schwer. Manchmal. Aber ja, jetzt klappt es doch prima. Runterfallen lassen. Da. Und dann gehen wir mal ganz gemütlich. Trepp ab, Trepp ab, Trepp ab. Yes. So. Super gemacht. Damit gehen wir jetzt in das Labyrinth, Level 23. Das hier unten. Jetzt natürlich die Frage, ist der Schalter immer noch da, wo er damals war? Bin mal spannend, ob ich den finde. Also mal so, jetzt soll ich jetzt hier einen Schalter suchen. Das war, glaube ich, ziemlich mit immer weit nach rechts gehen. Nee. Genau, da hoch müssten wir. Das war gefährlich. Ich weiß gar nicht, ob man da hochkommt. Nee, wir lassen es lieber sein. Weil ich meine, da oben war gewesen der Schalter, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite sein, genau, und dann war er da hinten. Genau, ist er immer noch. Sehr gut. Und jetzt können wir auch da ruhig hinspringen und dann mit meiner typischen Taktik erstmal in den Abgrund springen. Nein, sondern mit meiner typischen Labyrinth-Taktik, obwohl es nicht meine, es ist allgemein bekannt, die typische immer nach rechts geht Taktik oder nach links halt. Das ist ja egal. So findet man sich ja in Labyrinthen immer schön zurecht. Und jetzt kam das, was ich glaube ich damals mit ziemlich Trompetenfahnen gemacht habe, was ich sehr spektakulär untermalt hatte, um ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, nämlich besiege den Wasser- und Feuerberg damals, genau. Ja, jetzt werden wir dich ein weiteres Mal besiegen und auch auf dem Level schwärmen. Nämlich bezwinge den Lavaberg. So, ja, und hier eigentlich hier, weil eigentlich kann man auch hier sofort hochsteigen. Ich weiß nicht, das könnte man eventuell nochmal neu machen. Das hat man, glaube ich, damals schon angemerkt gehabt, weil man ja theoretisch nicht nur hier, weil eigentlich soll es ja so sein, dass man hier so hinspringt. Allerdings kann man natürlich auch den hier machen. Ich meine, das hatte ich damals schon gesagt gehabt, aber naja, man muss hier nicht um alles rummeckern. Ja, man soll ja froh sein, dass man hier eine tolle Adventure-Map hat. Und die ist auch sehr toll, deswegen würde ich sie auch nicht hier reloaden. Nur, dass ich erstmal schon mal gefailt habe und natürlich wieder hinten reingeschrieben habe. Ja, Adventure Map, herzlich willkommen zu Adventure Map mit mir und Chris. Ja, dabei ist Chris gar nicht vorhanden. Das darf ich hier nicht wieder vergessen, dass ich schon wieder so ein Fail nehme, weil ich da eigentlich immer dann, wenn ich die mit Camtasia Studio dann rendern lasse, habe ich da eigentlich immer eine Vorlage drin, die ich eigentlich nur ersetze, damit ich nicht immer tausendmal diese Einblendung schreiben muss. Nur dann vergisst man natürlich immer wieder das mal raus, mal wenn man hier so eine Singleplayer-Map macht. Und ja, jetzt heißt es bezwinge den Wasserberg. Ich als Fisch sollte es ja schaffen. Also vom Sternzeichen natürlich, selbstverständlich.
mein Element, das Wasser. Ja, das findet sich auch wieder, zum Beispiel bei Best Beispiel, zum Beispiel Pokémon. Ich nehme immer den Wasserstarter. Ja, das ist so das typische de facto des Fisches. So, ich glaube, hier hätte man auch so runtergehen können, genau. Ja, und dann hätten wir das sogar geschafft, die Missionen. Und gehen jetzt schnell dahin zum Ohr, schnell in den Abgrund springen. Naja, es würde im Prinzip auf dasselbe hinauslaufen, aber ja, was soll's. Gott, da haben wir jetzt gerade mal 10 Minuten gebraucht. Wey, das ist, glaube ich, Rekord. So, dann rennen wir jetzt noch in Akt 3 und ja, dann wird der Part natürlich beendet, gibt es noch einen Part für Akt 2, aber ja, wenn man es so schnell schafft, dann ist es ja gut. So, jetzt noch schnell die Rennstrecke hier, 75, und dann sehen wir uns dann gleich wieder im nächsten Part, super! Geschafft, Akt 2, und im nächsten Part geht es dann weiter mit Akt 3. Also bis zum nächsten Part. Ciao.